Hey, ich bin hier, um euch eine Geschichte zu erzählen. Die Geschichte von dem einzigen Mann, der mir jemals was bedeutet hat, der mir jemals was bedeuten wird. Er ist kein schöner Mann. Nein, das ist er nicht. Er ist auch kein reicher Mann. Das ist er erst recht nicht. Aber er hat was. Ich weiß auch nicht, er hat was. Er trägt einen schwarz-gelben Cowboy-Hut und Stiefel so rot wie Elefantenblut. Sein Brillengestell kommt aus Rathenow. Wohnt im Premierminister-Bungalow. Die Portugiesen schmiss er aus dem Land. Befreite Angola mit nur einer Hand. Sein Politikverein ist ein cooler Trupp. Die MPLA ist kein Chaos-Club. Es ist knallheiß, aber Lopo schwitzt nicht. Im Gegenteil, Lopo friert. Steht er in seinem dreiteiligen Satin-Anzug und verhandelt mit den Imperialismus-Knechten von der FNLA. Ein Prinz unter Dieben. Diese Bauernlümmel haben ja nicht mal Schuhe an. Er zieht jeden Tag in die Ernteschlacht, bekämpft die Kaffeekrise jede Nacht. Er kennt keinen inneren Schweinehund. Er riecht das Öl unter Meeresgrund. Dollars? Dollars? Lopo braucht keine Dollars. Er zahlt nicht mit Geld. Lopo zahlt mit Diamanten. Rohdiamanten aus Wambo. Gemmenqualität, mindestens 20 Karat. Seinen schicken Edelsteinbeutel habe übrigens ich ihm genäht. Aus einem Quaggerfell hat er selbst geschossen. Brezhnev ruft ihn täglich an und gibt ihm Tipps, was man machen kann. Lopo kennt alle Songs von Carlos Puebla auswendig. De Cuba Traigo und Canta Hijo de Palma y de Sol. Ich liebe es, wenn er singt oder wenn er Witze reißt. Lopo hat nur ein Laster. Er trinkt die kapitalistische Blubberbrause. Wie sagt er immer? Angola könnte ich mich totsaufen. Hey Charlie! Ja, was? Hey Charlie! Ja, was denn? Wie heißt der Mann?